Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang. Ja, ein sehr kurzer Titel, weil der erste Teil hat kein Anhängsel wie im Abfluss der Zeit. So, in der letzten Aufnahmesession sind wir in Avestroy angekommen. Einer kleinen Gemeinde in Kosch, dem Fürstentum, wo hier das ganze, der ganze erste Teil spielt. Das ist komisch zu sagen, der erste Teil, wo am Fluss der Zeit eigentlich vorher gespielt hat. Ja. Gut, wir brauchen zwei Fürsprecher, um beim Zöllner durchzukommen. Wir haben zwei potenzielle Fürsprecher. Oh, Taktikmodus wurde ich nicht. L ist hier in dem Fall das Journal. Ja, wir müssen noch Bredo seine Einbeeren bringen. Nach Jäger Kautzenstein suchen. Die Koschamazungen wiederfinden. Auf jeden Fall will ich mich auf der kleinen Insel noch umsehen. Den Mühlenkeller müssen wir uns noch angucken. Ja, wenn wir hier gucken, sind wir hier beim neuen Zollhaus. Weil hier steht alter Zollturm und neues Zollhaus steht hier drüben. Und das ist halt der Avesweg, der auch einmal in den Wald führt. Gut, wir wollten aber nochmal mit hier, dem Händler, reden. Was gibt es? Dürfte ich euer Angebot sehen, bitte? Der hat jetzt nichts Besonderes. Ah doch, ich glaube, bei dem hatten wir schon geguckt und haben die Spitzhacke gesehen. Oder hatten wir beim Schmied die Spitzhacke gesehen? Naja, egal. Und das hier wird wohl der See sein, von dem Bento geredet hat. Ah, hier steht ein einsamer Gardist herum. Alle mal hergehört. So, du sammelst mal die Einbeeren. Ach ja, und Rulana haben wir aufgegabelt. Hey, seht euch vor. Im Dunkelwald ist es nicht sicher. Wildtiere und Räuber treiben sich dort rum. Danke für die Warnung. Wir werden schon zurechtkommen. Ja. Ich mach das schon. Das hat leider unser Sammelversuch hier abgebrochen. Und Fehlschlag. Gute Entscheidung. Gut, hier sind noch mehr Einbeeren. Alle mal hergehört. Das heißt, wir sammeln hier noch ein bisschen. Oh, ein Autosave. Oh, wahrscheinlich, weil hier die Bärenhöhle in der Nähe ist. Okay, das Würselkraut hat geklappt. Hinter mir bleiben. Da oben ist ein Reh. Ha, endlich mal Einbeeren, die geklappt haben. Ein Wildschwein wäre hier auch noch. Also mindestens ein Wildschwein ist hier. Und ja, hier ist eine Höhle mit einer Kiste. Da ist auch noch mal eine Pechfackel drin. Okay, Wildschweinchen sind hier. Ich nehme die Sache in die Hand. Gut, speichern wir mal. Aber das nicht irgendwie ausstellen, dass Pause bei Kampfbeginn ist okay.
Aber keine Ahnung, warum wir immer beim Autosave ins Menü kommen. Kämpfe, ja. Nicht jeder Konflikt lässt sich durch Wortwitz lösen. Manche Gestalten und viele Monster verstehen nur eine Sprache. Und zwar die des blanken Stahls. Also hauen wir drauf. Ich mach das schon. Zum Angriff! Ja, einer deiner Helden hat eine Wunde erlitten. Ja, ich kann Tiere ausnehmen mit Tierkunde. Das mit der Wunde war richtig Pech, aber... Das sollten wir hinkriegen. Oder auch nicht. Ja, ich brauche dafür immer einen Verband, also versuchen wir es gerade nochmal. Muss doch wohl nicht wahr sein. Letzter Versuch. Wenn nicht, dann leben wir einmal mit einer Wunde. Bingo. Alle mal hergehört. So, Fellfetzen. Dann gucken wir mal, ob wir die Dinger hier ausnehmen können. Schon geschehen. Gute Entscheidung. Okay, leider ist Rulana damit daran nicht so besonders gut. So, wir könnten theoretisch hier lang laufen. Können auch erstmal die Waffen wieder wegstecken. Ja, das finde ich schade. Ich glaube, im zweiten Teil war es so, dass man die Waffen automatisch irgendwie weggesteckt hat. Wir sollten auf jeden Fall gucken, ob wir noch einen Bären hier sammeln können. Ein Bären und Wurzelkraut, alles was wir kriegen. Und wir können mit Erna Rübenfein reden. Wenn sie schon hier rumstapft. Ich bin beschäftigt. Sprech mit meinem Mann Berwin Rübenfein. Er wird sicher drüben bei unserem Apfelbaum sein. Ja, falls er wichtig... Ja, kurz störe. Habt ihr nicht zufällig... bei eurer Arbeit etwas Gras gefunden? Ah, ihr habt dieses sonderbare Ding hier verloren. Da nehmt es bloß wieder mit. Und achtet nächstes Mal besser auf eure Habe. Das werde ich. Habt Dank und... Dank, dass ihr sie für mich aufbewahrt habt. Was haben wir denn Basket des Meisters? Charisma-Bonus, okay. Amazone voraus. Gute Entscheidung. Da, bitteschön. Wobei, nein. Fellfetzen. Ja, er kann nicht gleichzeitig eine Fackel und den Hammer tragen.
Also nee, die will ich nicht verkaufen. Amazone voraus. Schon geschehen. Hat sie uns noch was zu sagen? Ich bin. Ja, sie sagt nur noch. Ich nehme die Sache in die Hand. Sie sagt nur noch, dass sie beschäftigt ist. Und ja, ich sollte einfach mal. Ich habe aber wahrscheinlich nicht mehr genug Steigerungspunkte. Und ich sollte ihr das Heilen überlassen. Ah doch, für einen Punkt Pflanzenkunde hat sie noch. So, hier sind Einbeeren, wenn ich richtig sehe, ja. Also, wenn ich vorhin richtig gesehen habe, sind hier nochmal Einbeeren. Wie schwer kann es sein, ein paar Einbeeren zu pflücken? Olana kann doch nicht so grobschlächtige Hände haben. Na doch, hat sie. Gut, wir können jetzt hier in den Wald. Also, die Höhle, die würde ich als letztes machen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal die Einbeeren abgeben, die wir hier haben. Ja, wir konnten den Streit zwischen den beiden schlichten. Seid gegrüßt! Was ich euch vorhin noch erzählen wollte, die gütige Zar hat mich zwar mit reichlich Nachwuchs gesegnet, doch sind es 5 Töchter und nicht ein Sohn. Okay, warum sagst du uns das? Was für ein Schicksal für einen armen Bauersmann, allen Töchtern eine Aussteuer bereithalten zu müssen. Wisst ihr, ich denke, meine Frau wollte mich mit all den Töchtern in den Ruin treiben. Berwin sucht die schuldig bei eurer Frau, sagt nicht eine alte Bauernregel, was man sieht, das erntet man auch. Haha, ihr seid für wahrweise, doch zweifle ich daran, dass ihr auch mutig genug seid, in das alte Mühlengewölbe zu gehen. Mühlengewölbe, ich weiß zwar nicht, was das mit euren Töchtern zu tun hat, aber erzählt mir mehr. Da hinter den Feldern am Fluss sieht die alte Mühlenruine, ein gefährliches altes Gemäuer, sage ich euch. Ja, hat es was in hier gemacht? Nö. Also gut, die beiden stehen immer noch hier rum. Ah, das heißt, wir können... Bredo treibt sich gerade auf dem Jahrmarkt herum. Ah, da kommt er uns auch sogar entgegen. Was praktisch ist, dann können wir nämlich gleich mal das abgeben. Tag. Einen schönen Tag wünsche ich. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ja, hallo Bredo. Ich würde gerne einen Blick auf deine Kiepe werfen. Ich habe dir einen Bären gefunden. Gut gemacht. Ich werde mir gleich Einbeersaft daraus herstellen. Hier hast du, wie versprochen, 2 Dukaten. Vielen Dank. Macht's gut. Ja, zeig mir mal deine Waren. Hat er jetzt Einbeersaft? Nein, hat er nicht. Okay. Gute Entscheidung. Da sie ja mit der Heilkunde etwas besser ist, kriegt sie... Die Verbände. Die ziehen wir auch hier gleich mal da unten rein. So, jetzt will ich mich mit den beiden Söldnern prügeln.
Na, Lust auf ein kleines Kämpfchen? Klingt nach einer angemessenen Herausforderung. 2 gegen 2. Amazon versprechen wahrlich immer einen interessanten Kampf. Wenn das so ist, steht ihr in der Schuld, das Gleiche von euch zu beweisen. Wenn es euch gelingt, mich und meinen Freund Gundwein zu besiegen, soll mein Schwert euer sein. Und was sagt ihr? Gut, dann lasst uns beginnen.